Gut, wir sind hier im Holzfällerlager des Osttals komplett fertig. Wir müssen dann nur noch einmal hierher für eine Quest. Und zwar haben wir ja die Quest bekommen. Zustellung von Thomas Bericht. Den geben wir jetzt in Goldhain ab. Und er schickt uns dann wieder hier nach ins Holzfällerlager für einen Rüstungsgutschein. Ja, heißt jetzt erstmal, wir gucken mal. Also ich habe das die Folge gestartet, bin direkt losgelaufen. Ich schätze mal, wir brauchen so 2,5 bis 3 Minuten. Nur laufen, wohlgemerkt. Ja, es ist etwas nervig. Ich weiß jetzt auch nicht. Wir nehmen dann das nächste Mal den Ruhestein. Da kommen wir direkt nach nach Goldhain. Ich würde nämlich dann erstmal was anderes gucken. Und zwar müssen wir ja später irgendwann auch ins Rotkammgebirge. Hier drüben wäre das dann. Also hier, dass wir, weil wir bekommen auch eine Quest, wo wir von der Westphal, wo wir von Westphal aus, von der Speerkuppe ins Rotkammgebirge müssen. Dass wir den Flugpunkt auf jeden Fall schon mal holen. So. Der ist Level 5. Ihr seht hier, der ist schon grün. Heißt, wir kriegen nicht mehr volle Erfahrungspunkte für den. Also grüne Gegner. Ein Bruchteil der Erfahrungspunkte ist auch bei Quests so. Wenn die grün geschrieben sind, kriegen wir nicht mehr die volle Erfahrungspunktzahl. Bei gelben kriegen wir immer die vollen Erfahrungspunkte. Bei Orangen kriegen wir auch nur die vollen, allerdings ist die etwas schwerer. Bei Roten sind übermächtige Gegner, die wir eigentlich nicht schaffen können. Die geben auch nur die normalen Erfahrungspunkte für Quests, allerdings, wie gesagt, fast unmöglich zu machen alleine. Rüstung aus Tuch und aus Leder. Gibt Sarah Timberlane den Rüstungsgutschein der Armee von Stormwind. Ziehe den Ehrenfreund. Wow. Und hier gibt es eine Quest, die können wir auch annehmen. Elmors Aufgabe. Sprech mit Grimand Elmor. Für die Allianz. Der ist in Stormwind im Zwergendistrikt. Deswegen nehme ich die Quest jetzt schon an. Wenn wir dann von Westphal aus nach Stormwind fliegen. Was wir eigentlich machen müssen, weil unsere Taschen langsam zu voll werden. Was wollte ich jetzt sagen, wenn wir dahin fliegen? Zur Bank und Metz in die Bank legen. So, mit Quests abgeben und schon auf dem Rückweg sind wir bei gleich 4 Minuten. Das bedeutet, wir haben jetzt 2,5 bis 3 Minuten für den Weg gebraucht. Wenn wir da mit dem Holzfällerlager sind, sind schon 5 Minuten rum. Wir haben nur gelabert. Zweimal dann Erfahrungspunkte gekriegt und ansonsten fast nichts gemacht. Das ist WoW Classic. Am Anfang zumindest. Später, wenn wir reiten können und in anderen Questgebieten sind, wird es etwas einfacher. Ich bin eh am Überlegen, wie wir alles questen. Weil wir kriegen hier auch nicht mehr angezeigt, von welcher Stufe bis welche Stufe was ist. Moment. Wir sind jetzt im Wald von Elwin. Wenn wir hier fertig sind, gehen wir nach Westphal. Wenn wir in Westphal fertig sind, gehen wir ins Rotkammgebirge. Danach gehen wir
in den Dämmerwald und danach geht's ins Schlingdorntal. Jo. Und ich glaube, bin ich auf dem PvP-Server oder auf dem PvE-Server? Ich glaube, wir sind auf einem PvP-Server. Ich hätte einen PvE-Server nehmen sollen. Ach so, Magierlehrer müssen wir ja auch noch. Ja, das machen wir dann, wenn wir von Stormwind aus nach Goldhain kommen. Bevor wir dann nach nach ja. Aha. Warum kriegen wir die Quest jetzt erst? Das Licht sei mit euch. Kopfgeld auf die Murlocs. Bringt 8 zerrissene Murloc-Flossen zur Wache Thomas, den ihr an der östlichen Elbenbrücke findet. Das Licht segne euch. Ja, das habe ich gemeint. Ich frage mich nur, warum wir jetzt erst die Quest kriegen. Ich wäre der Meinung, diese Quest kriegt man automatisch, wenn man hierher kommt. Und nicht erst, wenn man bei... wenn man die Medaillons abgegeben hat und dann nochmal in Goldhain war. So. Seid gegrüßt. Weiter. Wir nehmen die Robe. Mögen eure Reisen sicher sein. So, die können wir auch direkt anziehen. Jetzt haben wir mehr Rüstung. Hier oben, der Trank reicht noch für 23 Minuten. Ja, das passt. Heißt, Murlocs killen. Ja, ich möchte die Quest aber dann heute schon fertig bekommen. Und der Bär, der kann mich mal. So, Murlocs immer nur einzeln angreifen. Das ist zu weit entfernt. Zerrissene Murloc-Flosse. Da haben wir es doch. Ich habe den Quest-Gegenstand sogar richtig benannt. Gestern. Ja, jetzt hat er einen Trank genommen. Habt ihr gesehen? Sein Leben ist wieder nach oben gegangen. Und er hat die Flasche gerade eben noch in der Hand gehabt. So, einmal neues Wasser herzaubern. Hinsetzen, trinken. Für die roten Tücher, die wir sammeln sollten, könnt ihr auch hier auf die Insel gehen. Da sind auch Defias, die diese Dinge haben. So, kommen jetzt zwei oder kommen drei? Es kommen zwei. Ja, braucht man nicht abhauen. Ja, das ist nervig. 4 Murlocs gekillt und erst eine zerrissene Murloc-Flosse. Das ist einfach nur nervig an dieser Quest. Nummer 2.
Ja, das Problem ist halt auch, wir können das nicht so machen wie im aktuellen WoW, wenn jetzt andere mit hier questen, dass wir dann einfach mal einen kurzen Schadenszauber drauf machen. Weil das würde nichts bringen, weil jeder Mob ist schlaggebunden. Wer den ersten Schlag macht, bekommt den Mob. Nicht genug Mana. Echt jetzt? Alter. Ja, ich wollte nur mal kurz dran zoomen, um zu gucken, ob der auch eine Flasche gleich trinkt. Wir bräuchten unbedingt mal einen neuen Stab, der mehr Schaden macht. Ja, Schwerter können wir leider nicht benutzen, deswegen die bringt uns nichts, die Waffe. Ich muss immer mal nach hinten gucken, ob der Respawn schon wieder da ist. Wir nehmen den hier jetzt mit. Gesellenstiefel. Sind schlechter als die, die wir haben. Ich bin echt am Überlegen, ob ich zwischen der Folge und der nächsten Folge noch mal kurz umlogge und mir Taschen zuschicke. Weil wir haben jetzt schon wieder keinen Platz mehr. Wir machen das erstmal anders. Wir gehen kurz mal runter zum Holzfällerlager und verkaufen, bevor wir weiter killen, weil das bringt nichts, wenn wir hier jetzt weiter killen. Uns droppt auf einmal was Schönes und wir müssen dann erstmal gucken, was wir verkaufen können. Was kann ich für euch tun? So, reparieren, weg, 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 weg und weg. Oh je. Wir haben echt nur noch Mögen vier eure Reisen Taschenplätze. sicher sein. Wenn nicht, müssen wir hier den Heiltrank verkaufen oder wegschmeißen, weil wir haben ja hier schon wieder besseren bekommen. Ja, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Erstmal jetzt hier noch ein paar Molochs killen. Und jetzt hat er getrunken. Drecksau. Es könnte ja auch mal eine Tasche droppen. Ah.
Oh, verfehlt. So, wenn ich den jetzt angreife, kommt der andere mit. Komm, egal. Ja, schlag doch mal gescheit zu, Mann. Jetzt muss ich auch noch abhauen. So. Direkt wieder hinterher. Den können wir dann als nächstes angreifen. Haha. So, wir brauchen jetzt noch zwei Moloch-Flossen. Den hier. Ja, war doch klar. So, wenn wir die Quest fertig haben, machen wir Schluss und morgen laufen wir dann erstmal ins Rotkammgebirge, holen uns den Flugpunkt, bevor es dann weitergeht nach Westphal. Beziehungsweise wir müssen eh erst noch ein bisschen im Weststromgarnison müssen wir auch noch questen. So, der wollte gerade einen Trank trinken. Gut, der hier, weiß ich nicht, ob wir den alleine kriegen. Hier hinten sind noch mehr Moloch-Dörfer. Also, falls hier vorne zu viel Betrieb sein sollte, können die auch ohne Probleme hier hinten hingehen. Ja, jetzt hat er wieder was getrunken. Schwein. Und wieder nix. Da stehen zwei Stück. Also war gut, dass ich da nicht angegriffen habe. Wir gucken mal ein Stück hier weiter. Da müsste auch noch einer alleine rumstehen. Oder rumlaufen. Da hinten der. Den hier kriegen wir alleine, den hier kriegen wir alleine. Was? Ich brauche mehr Mana. Echt jetzt? Ach Leute. Ihr gebt mir auf den Senkel. Ja, ganz ehrlich, darauf habe ich auch gar keinen Bock jetzt. Ja, ich finde es bescheuert, dass es die Quest nicht direkt mit dazu gibt. Wir gucken jetzt einfach hier drüben noch, ob hier der eine alleine ist. Der hier zum Beispiel. Nicht unbedingt. Hier vorne der. Ey, ich will die Quest beenden. Mano. Der ist alleine. Jetzt nicht mehr. Ich muss näher ran. Jetzt ist er wieder alleine. Und immer noch nicht. Ach
Floyd. Nee. So, jetzt können wir. Ja, der Kampf wird jetzt ein bisschen dauern wieder. Widerstanden. Leute. Und er hat sich schon seinen Heiltrank reingepfiffen. Was wir vielleicht auch mal machen sollten. Schon wieder nix. Und ich wollte eigentlich nur kurz hierher den Rüstungsgutschein abgeben. So, jetzt aber. Du hast die letzte Murlockflosse drin. Oder ich töte dich. Geht doch. Gut. Dann einmal kurz ins Holzfällerlager. Da machen wir dann für heute Schluss. Morgen müssen wir dann die Quest noch bei Wache Thomas abgeben. Elmors Aufgabe, Stormwind. Ja, das hier ist zum Beispiel jetzt rot geschrieben. Heißt eine sehr schwere Quest, weil wir halt auch eine längere Strecke überwinden müssen. Gut, dann bis morgen.